Ja, jetzt heißt es dann mal wieder wahrscheinlich eine Folge lang warten, bis der bitterböse Hinterangriff kommt. Also der, wo wir hier dann durch können. Und ich bin gerade echt am Überlegen, ob da es ja kein 18er-Shit gibt, ob ich da nicht doch nochmal einen Punkt in schwere Rüstung packen soll. Ja, und die ganzen Zauber hier auf der zweiten Seite, die ich gar nicht mehr wirklich beachte. Ja, die 4 Punkte. Wobei ich hätte die nirgendwohin verteilen können, ehrlich gesagt. Ja, da wollen wir durch. Da kommen wir aber erstmal noch nicht durch. Deswegen wir uns ja erstmal hier am höchsten Punkt verstecken. Darauf hoffen, dass bald Angriffe kommen. In der Zwischenzeit können wir ja mal gucken. Ja, kleine Schlag, große, warte, das sind kleine Schlagwaffen, Mist. Also kleine Waffen kann man gut auf 20 bringen, da gibt's nämlich Waffen dafür. Große Waffen eher auf 18, außer natürlich, man geht auf zweihändig. Dann wären wir nämlich hier. Ja, große Schlagwaffen kann man auf jeden Fall auf 20 bringen. Große Klingenwaffen sehe ich jetzt nur 18er, ehrlich gesagt, gerade. Ja, und unsere tolle Bogen kann man sowieso auf 20 bringen, also Bogen oder Armbrust. Schilde könnte man theoretisch auch auf 20 bringen, wobei das Schild, doch es ist relativ mächtig.
Also was die Resistenzen und die Attribute angeht, nur das Laufen minus 5 ist halt so, naja. Da ist Niethals Wehr meiner Meinung nach besser. Ja, rüstungsmäßig. Passt auf! Ich glaube, ein Angriff steht bevor. Ja, große Ordensrüstung ist gar nicht mal so schlecht als schwere Rüstung. Gibt's auch passende Beinlinge dazu? Sehe ich jetzt nicht gerade. Nur Tiaras goldene Beinschienen. Das hier sind normale Hosen. Ja, hierin Stiefel. Helmmäßig. Ja, großer Ordenshelm hätten wir. Haben sogar ein gesamtes Tiara-Set. Leichte Rüstung sicherlich auch, ja, da Antlitz des Todes. Und hier hatten wir ja. Genau, Dämonenstiefel. Also wir haben auch für. Ja, Dämonenrüstung für 20. Also leichte Kriegskunst wäre auch gut machbar, das auf 20 zu bringen. Also, dass es was bringt, meine ich. Ringmäßig. Es gibt irgendwie relativ wenig Ringe, also abgesehen von denen hier jetzt, die auf schwere oder leichte Kriegskunst angewiesen sind. Die sind meistens eher stufenabhängig. Oder halt magieabhängig. Was auch irgendwie ein bisschen Sinn macht. Und ja, war vielleicht besser, dass wir sie erstmal gewähren lassen. Stampf, Stampf, Trampel, Stampf. Ja, gucken wir mal bei Magie. Also beliebige Magie hat 20 für Waffe, geht auf jeden Fall. Und für Schild sowieso, weil da gibt es hier Schild der 1000 Sonnen. Ja. Also wenn man rein Magier wäre. Obenmäßig haben wir hier Nors Mantel. Ja gut, Hose. Gibt es wahrscheinlich eh kaum welche, die auf Magie gehen, weil Magie eh immer Ruhm hat. Aber Kopfbedeckungen. Na, haben wir bis jetzt nur eine 19er? Ja, und Ringe, da haben wir das Elendband auf jeden Fall und die Gezeitenringe. Wobei, Gottsteinringe sind da auch noch.
Gute ist ja, sie brechen da durch und laufen hier rum. Sie laufen nicht oben rum an meinem Hel zu meinem Heldenportal. Heldenmonument. Sie haben einen Zugang gefunden. Sie fallen uns in den Rücken. Oh, das ging zum Glück relativ schnell. Müssen wir nur warten, bis die Steine hier verschwinden. Ja, da kommen sie. Also da kommt ein Klingenverteidiger. Macht hier alles weg und da kommt, ja, das ist echt ein großer Angriff immer. Vor allem, wenn ich mir überlege, was da alles angerannt kommt, ey. So, dann können wir jetzt ausrücken. Genau, die haben es nämlich auf das Monument irgendwie abgesehen. Also ja, es sind zwei Angriffswellen. Eine geht nach oben zum Zwergenmonument, die andere geht nach drüben zum Elfenmonument. Kämpft! So, dann können wir uns jetzt auf den Weg zu den Monumenten im Süden machen. Zurück mit euch! Verteidigt euch! Feindlicher Angriff!